Mist halt. Gut. Und wir fahren schon seit irgendwie 2 Stunden Zug. Und wir fahren nochmal irgendwie 1,5. Ich muss ein bisschen, ich habe, glaube ich, mich auch nicht was zu trinken mehr. Angekommen in Fujikawa Gucci Co. Und es ist echt mega schön. Wir wandern hier gerade um den See. Also, naja, nicht ganz um den See, aber bis zur Brücke und dann auf die andere Seite wieder. So ein kleines Rund. Und da hinten ist der Fuji. Der ist gerade leider noch in den Wolken. Ich habe mir bei so einem Lawson, das ist hier so ein kleiner Supermarkt, so ein Vitamingetränk gekauft. Ich habe nämlich Erkältung ein wenig durch die ganze Klimaanlage. Leute, es ist wirklich nice mit Klimaanlage und so, aber man kann echt das Fenster nicht öffnen bei uns im Hotel. Deshalb muss man halt die Klimaanlage anhaben, sonst hat man ganz stickige Luft einfach darin. Und ich glaube, dadurch, durch die Klimaanlage kommt vielleicht auch ein bisschen frische Luft rein. Keine Ahnung, wie die das regeln hier. Jedenfalls riecht es dann nicht so schlimm und ist nicht so stickig. Man erkältet sich halt auch schnell irgendwie. Da drüben ist der Fuji, aber der ist leider total in den Wolken. Leute, man sieht jetzt sogar den Gipfel. Guckt mal, da oben über den Wolken. Cool. Guck mal, da ist eine kleine Katze. Nico-chan. Nico, Nico, Nico. Nico heißt Katze auf Japanisch. Miezchen. Na du? Wie geht's dir? Warum maunst du? Hm? Wir sind wieder in der City. Und, gucken wir uns jetzt hier ein bisschen um. Guck mal, wie der Laden heißt. Sanpopo. Lustig, oder? Aber er ist leider geschlossen. Naja, setzen uns erstmal hin und chillen ein bisschen. Es ist ganz schön hot. Hot, hot, hot. People. Und es ziehen auch ein paar Wolken auf. Ja. Der See ist vor uns. Der Fuji ist irgendwo auf der anderen Seite. Mal sehen, was es hier noch so zu entdecken gibt. Es ist jetzt kurz nach 3 und 5:30 geht unser Zug nach Hause. Also wir könnten auch den späteren nehmen, aber wir wollen nicht so spät zu Hause sein. Ja, es schlaucht auch ein bisschen hier durch die Sonne zu latschen, ohne Sonnenbrille und Hut. Ich weiß, ich bin verwöhnt. Leute, es gibt immer die schönsten Pins. Guck mal, wie süß das kleine Ding ist. Aber ich habe nichts, wo man Pins dran machen kann. Also ich möchte es nicht an meinen Rucksack machen. Und so sehen die Schlüsselanhänger aus. Geradezu langweilig im Vergleich. Leute, wie geht's euch? Heute ist Samstag und ich bin heute allein unterwegs. Ich treffe mich heute mit einem japanischen Freund von mir, den ich in Neuseeland kennengelernt habe. Und ich bin hier gerade in einer Bahnstation, einem Bahnhof. Und ich dachte, ich zeige euch nochmal, wie viele verschiedene Sachen es hier einfach gibt und wie das hier so richtig wie eine Mall ist. Es gibt auch richtig so Restaurants. Und ja, falls ihr noch nicht wisst, wie japanisches Essen aussieht, so sieht japanisches Essen aus. Das hier ist, glaube ich, gefüllt mit Fleisch meistens und ist sehr, sehr würzig. Schmeckt richtig wie Knoblauch und es ist so das Würzigste, was ich, glaube ich, hier in Japan gegessen habe. Das da oben ist halt Ramen, das kennt ihr bestimmt. Ja, das in der Mitte sieht irgendwie aus wie Reis mit irgendwas. Okay. Und hier Beard Papas. Gibt's Fresh and Natural Cream Puffs. Wow.
Sowas habe ich auf jeden Fall noch nicht gesehen hier. Wow, guckt euch die Kruste an. Das ist krass. Das sind quasi Windbeutel. Aber der Preis ist ja mal heftig. 6 Stück. Das sind ungefähr 10 Euro. Das sind ungefähr 15 Euro für 8 Stück. Krass, alter Schwede. Das ist ja fast ein bisschen wie auf dem Flughafen halt, wisst ihr? Also es gibt hier richtige Shops. Klamottenshops, Shirtshops und so weiter. Und da drüben ist der Eingang zu den Zügen. Also es ist auf jeden Fall nicht wie in Deutschland, wo auf den Bahnhöfen ist meistens eher langweilig. Also auf ein paar ist es auch echt cool. In Leipzig zum Beispiel gibt es echt viele Shops, aber nicht so auf diesen Umsteigstationen von der Straßenbahn oder von der U-Bahn oder sowas. Es gibt auch immer Toiletten überall, genau wie es halt auch immer solche wunderschönen Automaten gibt. Also die ganzen Sachen, wo hier zu Metall draufsteht und die hier so blau gekennzeichnet sind, die sind halt kalt. Und Sachen, wo Atakai oder Atakai draufsteht, die sind so rot. Also das ist hier halt rot. Die sind warm. Aber diese hier scheinen alle kalt zu sein. Ja, das hier scheint irgendein Traubengetränk zu sein. Peachwasser. Kaffee, oh, dieses Zeug hier ist so schlimm, so eklig. Man kann hier sogar mit seiner Fahrkarte bezahlen, hier mit diesem Passmo-Pass. Und es gibt echt selten Mülleimer, aber hier gibt es welche. Übrigens, falls ihr findet, dass ich heute irgendwie komisch klinge, ich bin erkältet, richtig doll. Also gestern hatte ich richtig doll Halsschmerzen und heute ist mein ganzer Kopf irgendwie zu mit Schnotter. Also schön ist es nicht. Aber ich kann auf jeden Fall noch reden, meine Stimme ist noch total okay. Ich klinge wahrscheinlich nur ein bisschen nasal. Jurika Murmelein. Ja, da bin ich hin. Links stehen, rechts gehen. Why? How about this one, matcha? Yeah, I've tried that before. From Gundam? Yes. Something? Gundam. Boah, Leute, guck mal. Hihi. So, wir sitzen jetzt hier bei den Tollies und gucken den Gundam an. Und so unten ist Oktoberfest. Ja, aber es regnet. Deshalb sitzen wir hier unter der Verdachung. Ja, wir haben Kaffee. Janine und Lena waren einkaufen für uns. Lena und Janine waren einkaufen für uns. Mit der Ansage, sie sollen das ekelhafteste Zeug kaufen, was sie nie und immer essen werden, damit wir das dann essen. Let's go! Wir haben eine reichliche Auswahl an trockenen und feuchten Kostbaren. Boah! Das ist noch nicht mal das Schlimmste, riech mal an der anderen Tüte. Das schmeckt nicht kacke. Aber
Eine Glaskaramell? Nee. Jetzt das hier, oder? Das hab ich schon so ange... Also, wenn man mehr lässt und Stinger mehr. Kennst du das, wenn du an der Küste seid und da liegt der ganze Strand voll mit so braunen, schwarzen Algenzeug, was gerade am Vermodern ist? So ist das nur doppelt so schlimm. Soll ich euch das mal zeigen? Leute, das hat halt... Oh Gott! Ich hab nicht so Soße drauf. Ich bin ein Fesselungskünstler. Ich feier das. Also, wir stecken uns das jetzt in den Mund, falls das nicht klar ist. Ne? Ja, eine, da hab ich. Das war mir so, hat's mich so gehoben, so. Hast du es gesehen? War das aus dem Mund? Ich hab's grad legit gehoben, Alter. Ich hab grad legit so einen leichten Kurzreiz bekommen. Das ist nicht schön, Alter. Steht irgendwie drauf, muss man zubereiten, muss man kochen oder so? Kann man das überhaupt essen? Muss man bestimmt ein Reis essen. Das ist ja nur eine Sache, auf lustige Sachen. Nee, natürlich. Boah, das ist widerwärtig, Alter. Du musst jetzt noch so ein Jelly essen, so schlecht. Bin mir nicht sicher, ob man das gut erkennt. Das ist Tintenfisch. Komm mal, wir machen ein lustiges Video in Japan und wir fressen Scheiße. Oh! Wow, das ist einfach ein ganzer. Der ist ja noch ganz. Der hat nur zwei Arme. Guck mal, da hier unten noch, der fängt an zu singen. Fehlgeburt. Ja, verstümmeln ihn noch. Was hat das denn für eine Konsistenz? Das geht nicht, Alter. Ja, das ist das mega ist halt wirklich, das also, ist eigentlich das Einzige, was mich hier gerade stört. Ich weiß nicht, wie die Japaner. Also man muss sich auch mal reinziehen, wie sowas entstanden ist. Ne? Die lassen wahrscheinlich Sojabohnen eine ganze Weile stehen, so rein, wie das erfunden wurde. Ne? Zufällig, weil da hat man nicht aufgegessen. Und dann kommt er wieder in seinen Keller, öffnet das Fass und denkt sich, och, das geht ja noch. Ne? Wow. Komm, der krönende Abschluss. Komm. Wir ziehen das jetzt durch. Oh no, der hat sie abgesagt. Den sagt man doch heute Morgen erst, ne? Da möchte ich aber mindestens, Leute, ihr wisst, wo eure Daumen sind. Weil das sieht echt gefiltert aus. Ist im Mund auch so eklig. Dass das im Mund auch so schleimig ist, ist wirklich widerwärtig. Also. Ich will das jetzt auch nicht überdramatisieren, aber es ist auch uneklig. Das ist, so wie das aussieht, ist das im Mund mit diesem Schleim. Oh, Alter. Ich glaube, ich muss die Schäden wegschmeißen. Das
Das war auf jeden Fall sehr lustig. Ich habe die ganze Zeit gelacht und ich glaube, ich habe sogar Tränen in den Augen vor Lachen. Oh Mann, oh Mann. Tja, da haben wir gut eingekauft, wa? War auch ganz schön viel am Ende, ne? Aber echt, dass euch Natto so umhaut, hätte ich nicht gedacht. Das ist so eklig. Sorry. Ich finde das gar nicht so schlimm, ich esse das zum Frühstück. So, wir sind jetzt hier in einem Konomiyaki-Restaurant. Wir haben hier gerade so eine Schüssel bekommen mit so ganz vielen kleinen Teilen. So Tintenfisch und Ei und alles mögliche. Und Kimchi und Bier. Und jetzt mixe ich das und dann mache ich das da auf die Platte. Okay, sehr schön. Ja, das hier ist unser Pfannkuchen, unser Okonomiyaki. Ich habe hier Kimchi und auch ein Stück und wir sitzen hier auf dem Fußboden. Wir mussten unsere Schuhe ausziehen. Wir sind hier barfuß. Ja, geil, oder? Probier auch mal. Das Kimchi habe ich schon probiert. Das ist echt, das hat echt in sich. Das ist übelst scharf und sauer. Mmh. Oh ja. Gut, kann man essen. Nicht schlecht. Pfannkuchen irgendwie.